Mit rund 200 Omnibussen führt die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim, kurz VLP, als kreiseigenes Unternehmen den öffentlichen Personennahverkehr durch. Derzeit wird der Linienverkehr auf 173 Linien durchgeführt. Davon beginnen und enden 20 Linien in der Landeshauptstadt Schwerin. Das Unternehmen arbeitet stets kundenorientiert und am Puls der Zeit. So gibt es WLAN in den Bussen und einen verlässlichen Rufbusservice. Ab dem 1. Mai gilt das Deutschland-Ticket. Dieses können Kundinnen und Kunden bereits beim VLP vorbestellen. Die Devise lautet: regional kaufen, deutschlandweit fahren. Wichtig ist eben der Nahverkehr, also ICE und Co. kann ich damit nicht nutzen. Was wichtig ist, wenn die Kunden die Tickets kaufen, die Deutschland-Tickets, macht es Sinn, das bei ihrem regionalen Verkehrsunternehmen zu tun. In dem Fall unsere Kunden, weil wir dann Ansprechpartner für sie sind, wenn eben irgendwelche Fragen mit dem Abonnement entstehen. Bei der Verkehrsgesellschaft haben die Kundinnen und Kunden verschiedene Möglichkeiten, das Ticket zu erwerben. Zum einen gibt es die herkömmliche Handy-Ticket-Deutschland-App. In dieser App können auch die herkömmlichen VLP-Tickets gekauft und verwaltet werden. Die Deutschland-Ticket-App ist ausschließlich für das Deutschland-Ticket. Hier können auch Dritte, beispielsweise Eltern, für ihre Kinder das Ticket kaufen. Wer kein Handy besitzt, geht nicht leer aus. Die Chipkarte kann persönlich beim VLP bestellt werden. Das Ticket kommt dann per Post zum Kunden. Auch bei dieser Variante kann das Deutschland-Ticket für Dritte gekauft werden. Mit Beginn des Deutschland-Tickets finden auch positive Veränderungen für das Azubi- und Seniorenticket statt. Die Azubis aus Mecklenburg-Vorpommern, die haben bisher ja immer ein Azubi-Ticket MV gehabt. Und das wird jetzt umgewandelt in das D-Ticket für Azubis aus MV. Das kostet dann eben nur 29 Euro, ist vergünstigt. Und das wird automatisch alle Azubis, die das Ticket jetzt aktuell schon haben, wird das umgewandelt in ein D-Ticket ab dem 1. Mai. Und Neukunden können das dann über die Azubi-Ticket-MV.de-Seite kaufen. Und für Senioren ist das Land auch gerade dabei, ein Seniorenticket, Deutschland-Ticket zu erstellen. Und das soll ab Herbst, also ab dem 3. Quartal, dann verfügbar sein und auch 29 Euro kosten. Das Deutschland-Ticket gilt als dauerhaftes Angebot im Abo-Modell, monatlich kündbar. Das Ticket ist nicht übertragbar und muss mit dem Personalausweis vorgezeigt werden. Unter der eingeblendeten Internetadresse können sich Kundinnen und Kunden informieren.